dann. Nee, ist so eine lustige Story. Mein Vater war früher selber Profi. Und er hat gesagt, du darfst alles spielen außer Torwart, weil da gibt es nur einen, der, ja, der spielt. Wenn du jetzt Stürmer bist oder rechts außen, links außen, kann dich der Trainer überall anders hinstellen. Und deswegen war ich zuerst Stürmer, aber ich wollte immer ins Tor und irgendwann hat mir meine Mutter dann tatsächlich Torwarthandschuhe gekauft und so bin ich dann ins Tor gekommen. Das ist tatsächlich die Original-Story, so war es. In welchem Alter bist du dann circa dann ins Tor? Ja, relativ früh. Also das war dann so, dass ich immer in meiner Altersklasse im Feld gespielt habe und die zwei Altersklassen drüber in meinem Tor war. Also das war relativ früh, dann ich würde jetzt sagen mit acht, neun, so circa. Ist schwierig. Ich glaube eher Torhüter. Also Olli Kahn war damals natürlich der Klassiker. Früher hätte ich gesagt, so eine Mischung aus Olli Kahn und Jens Lehmann. Aber es waren schon eher Torhüter, ja. Ich denke, also mein Spiel setzt so ein bisschen an einem umfanglichen, also an einem kompletten Torwartspiel, dass ich jetzt nicht irgendwo irgendwas nicht so gut kann, sage ich mal, sondern eher, dass alle Teilbereiche, die eben die Anforderungen haben, wie Strafraumbeherrschung, 1 gegen 1, auf der Linie, fußballerisch, dass eben da meine Qualitäten möglichst breit gestreut sind, aber da sollen auch andere gerne drüber reden, da rede ich nicht so gerne über mich selber. Ja. Also Schwarzenfeld war so der Jugendverein, der mich geprägt hat, da habe ich auch meinen ersten Torwarttrainer gehabt mit dem Günter Kohl, den habe ich immer noch Kontakt, bespreche immer noch tatsächlich Szenen mit ihm. Wirklich ein herausragender Mann, waren auch Wolfgang Hesel zum Beispiel damals, war auch bei Schwarzenfeld, war so ein bisschen die Torhüterschmiede, sage ich mal, der Region. Und ja, da habe ich den Großteil, sage ich mal, meiner frühen Jugend verbracht. Ich war Skater. Und bin sehr gerne Snowboard gefahren, aber ansonsten war es wirklich nur der Fußball. Ja, also es ist schon, er war überall dabei, das muss man sagen. Natürlich schafft es keiner, Profi zu werden, ohne die Unterstützung im Elternhaus. Wenn dich deine Eltern nicht überall hinfahren, wo es gerade am Wochenende wieder hingeht oder zu allen Trainingseinheiten, dann schafft es niemand selbstständig. Und ja, mit meinem Vater, ich erinnere mich da an prägende Momente, als wir die Brustannahme geübt haben auf der Straße oder den ersten Kontakt. Und das sind solche Sachen, die ich wirklich immer noch, wo damals der Grundstein gelegt wurde, quasi dafür, dass es jetzt so gut klappt. Ja. In der Region, ja, sage ich mal, also in Schwandorf, wo ich gewohnt habe, war es schon so, dass man ihn kannte als den Fußballprofi. Da war es dann schon immer so, ja, der Sohn vom Vollert, der und Klassiker Oberpfalz halt, ne, sage ich mal. Aber ansonsten ist das eher ein Vorteil. Also ich bin mit 13, 14 bin ich ins Internat nach Nürnberg gewechselt. Geschichten waren damals so, dass die Auswahlmannschaften, wo ich überall dabei war, Regionalauswahl, Bayernauswahl, und dann ging es los mit der U15-Nationalmannschaft. Die ersten Sichtungen, die ersten Länderspiele waren dann in der U16. Und ich hatte da einen guten Austausch mit dem Nationaltrainer damals, Nationalmannschaftstrainer, Paul Schomann hieß er. Und da ging es um die Frage, wann der Sprung notwendig ist, sage ich mal, von einem kleinen Verein zu einem Profiverein. Er hatte gesagt, ja, irgendwann muss halt dann der Sprung kommen, hat jetzt überhaupt nicht gedrängt, dass man diesen Schritt gehen sollte, aber durch die Einladungen eben in die ganzen Auswahlmannschaften wurden dann natürlich die Vereine aufmerksam und ich hatte damals super Gespräche mit Christian Streich in Freiburg, der damals noch Jugendtrainer in Freiburg war, und eben in Nürnberg und habe mich dann für Nürnberg entschieden, weil es halt relativ nah an der Heimat ist. Ja.
bin quasi in der U19 als älterer Jahrgang A-Jugend von Nürnberg nach Hoffenheim gewechselt. Das war so der erste, kurz davor war so der erste Knick in der Karriere, würde ich jetzt mal so rückwirkend sagen. Ich kam von der U17 WM zurück nach Nürnberg und die A-Jugend war damals abgestiegen aus der Bundesliga und ich bin direkt in die U23 hochgezogen worden und sollte da eigentlich spielen, so war der Plan. Hat dann aber nicht funktioniert und ich hatte mich im Sommer noch tatsächlich gegen Hoffenheim entschieden, als alle noch wirklich heiß waren damals und wie gesagt U17 WM gespielt und Ralf Rangnick war da und die ganze Führungsetage und alle wollten mich und ich, junger, dummer, arroganter Hund, habe mir gedacht, ach, was soll ich damals noch in die zweite Liga gehen? Ich bin in Nürnberg und werde da die Nummer 3 mit 18 und habe mich dann für Nürnberg entschieden gegen Hoffenheim und bin dann quasi ein halbes Jahr später angebettelt gekommen, so, weil es in Nürnberg einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Und der Winterwechsel ist dann gescheitert, bin dann im Sommer, aber allerdings, wie anders als es im Sommer davor gewesen wäre, nicht direkt zu den Profis in die U19 gewechselt. Es war sehr prägend. Ja. Also es war ganz besonders die Zeit in Burghausen, weil, wie du es angesprochen hast, es war die erste Profistation, es war die erste Herrenstation. Ich bin damals, glaube ich, mit 20 nach Burghausen gewechselt, 1920, irgendwie sowas. Und war im ersten Spiel noch auf der Bank gesessen. In der Halbzeit hat sich der Torwart verletzt und ab dann war ich quasi die Nummer 1 die ganze Zeit. In der Herrenmannschaft, die wirklich gestandene Profis mit vielen Zweitligaspielen hatte, Björn Hertel war da, Ronald Schmidt, waren wirklich, wirklich richtige Kerle und damals, das war noch ein bisschen anders als heute, da war der junge Spieler halt immer noch der, der alles hinterher trägt und immer noch, ja, und ich bin dann relativ schnell reingewachsen in die Mannschaft und durfte dann auch weiterspielen, also war einfach was anderes, dritte Liga, ob ich jetzt in der U23-Mannschaft spiele, in der dritten Liga, wo nur U23-Spieler sind oder halt wirklich in der gestandenen Herrenmannschaft. Und deswegen war Burghausen schon eine richtig, richtig gute Erfahrung, wie du es gesagt hast, 113 Spiele dann auch, 3 Jahre durchgespielt quasi. War sensationell, war richtig gut. Ich würde sagen, damals war er größer, als er heute ist. Heute ist das Niveau zwischen zweiter und dritter Liga sehr ähnlich. Es ist ein ganz anderer Fußball, aber das Niveau der Spieler ist ähnlich. Also es gibt, glaube ich, keinen Zweitligaspieler, der einfach in die dritte Liga kommt und alles aufzaubert. Also das ist heutzutage nicht mehr so. Damals war der Schritt ein bisschen größer. Wie du es gesagt hast, ich bin da in die zweite Liga, dann in einem Duell mit Dirk Orleshausen, der damals Kapitän war beim KSC. War 2,5 Jahre tatsächlich auf der Bank gesessen, habe mich dann durchgesetzt, weitergearbeitet und dann eben, ja, ich glaube 40 Zweitliga, 39 Zweitligaspiele oder sowas gemacht für den KSC. Ja. Wir sind damals abgestiegen mit dem KSC. Ich hatte gerade das Jahr davor meinen Vertrag verlängert. Wir haben uns super wohl gefühlt in Karlsruhe, wirklich auch viele, viele Freundschaften dort geschlossen. Die Stadt war super, die Leute waren super, die Fanbase war richtig cool und dann kam der Abstieg. Und dann kam natürlich für mich die Überlegung, was mache ich? Gehe ich wieder in die zweite Liga als Herausforderer, dann gehe ich in die dritte Liga oder schließe ich mich dann eben einem Projekt an, wie in Uerdingen, wo ich vielleicht nachhaltig was aufbauen kann. Das war damals die Idee. Und als ich mich mit den Verantwortlichen getroffen habe, dachte ich, also bevor ich hingefahren bin, dachte ich, ja, ich mache das eh nicht, weil der Schritt, wie du sagst, einfach zu krass ist, 2 Klassen runterzugehen. Aber als sie mir dann den Plan vorgelegt hatten, was sie vorhaben, war ich wirklich sofort involviert und wollte es unbedingt machen, weil ich eben das Gefühl hatte, nachhaltig was aufbauen zu können. Was dann, wie mir jetzt diese Entwicklung im Verein dann aussieht, leider nicht möglich war. Rückwirkend betrachtet möchte ich sagen,
im Nachhinein redet man immer schlauer, ja. Aber alles, was ich so erlebt habe, auch diese Zeit in Karlsruhe, 2,5 Jahre auf der Bank zu sitzen, dann danach immer mal wieder, wie gesagt, ich war circa ein Jahr lang Stammtorhüter, danach immer wieder raus, rein. Dann diese Zeit in Uerdingen, alles macht einen stärker. Ja. Die schwierigste Zeit würde ich es auf gar keinen Fall nennen, weil ich damals mit einem Innenbandriss angefangen habe. Ich war vorher, also nachdem ich von Karlsruhe nach Uerdingen gewechselt bin, das war ja in Anführungszeichen der erste große Fall auf die Fresse von der zweiten in die Regionalliga im Prinzip, auch wenn es ein bewusster Schritt war. Aber erst dann habe ich angefangen, so richtig professionell zu leben. Und der Innenbandriss war dann wirklich der Startschuss für im Prinzip alles, was ich jetzt darstelle. Also ich hatte damals, wie gesagt, auch in Burghausen 113 Spiele gemacht, in Karlsruhe 40 Spiele gemacht. Zweite Liga gespielt im Prinzip mit 5-6 Kilo Übergewicht. Weil ich immer da schon abseits des Platzes, ja, es reicht ja, wie man es vorher gemerkt hat, die U-Nationalmannschaften alle durchlaufen und Leute, die viel Talent haben, sage ich mal, die neigen dann dazu, das neben dem Platz oder diese Arbeit zu vernachlässigen, weil es halt immer reicht und weil es ja immer gereicht hat. Und das haben mir damals die Trainer schon gesagt, der Torwarttrainer Kai Rabe, der jetzt beim HSV Torwarttrainer ist, hat immer gesagt, René, du musst mehr an die Arbeit, du musst mehr arbeiten, du musst mehr arbeiten. Und ich habe immer, ja, reicht ja so auch. Und wie gesagt, der erste Fall so richtig auf die Fresse hat mich dann dazu bewogen zu sagen, ey, jetzt mache ich es einfach, jetzt zieh es einfach durch. Und nach hat sich das dann eben entwickelt, wie gesagt, bis zu dem Innenbandriss, wo ich dann angefangen habe, auch mit wissenschaftlichen Studien, wo ich angefangen habe, mich wirklich extrem mit der Materie auseinanderzusetzen und zu schauen, was ist eigentlich sportartgerecht, beziehungsweise in meinem Fall dann torwartgerecht oder eben verletztengerechte Ernährung und Supplementation. Und es ist einfach... Leute, die mich früher kannten, die sagen, also ich hatte jetzt hier mit Marco Holz am Anfang der Saison jemanden, der mich aus Burghausener Zeit noch kannte, der sagt, ich kann dich nicht ernst nehmen, weil ich früher halt mit einem 4-5 Red Bull am Tag durch die Gegend gelaufen bin und Übergewicht und jetzt halt komplett das Gegenteil bin. Und Leute, die mich jetzt kennenlernen, die können sich gar nicht vorstellen, dass es jemals anders war. Also dieser Wandel, der da stattgefunden hat, ist schon extrem, aber das macht es natürlich dann auch authentischer, weil ich beide Seiten kenne. Also ich hatte in Uerdingen, wie du es angesprochen hattest, ein sehr schwieriges Jahr. Habe mich aber dann am Ende wieder durchgesetzt und habe die letzten 11 Spiele gespielt. Da auch gut performt und eigentlich war der Plan, in Uerdingen zu bleiben. Ja, weil ich ja, wie man in meiner Karriere sehen kann, jetzt nicht gerade die Vereine wechsle wie die Unterhosen, sondern eher ja, loyal bin und Dinge nicht unbedingt verändern muss, wenn es passt. Und Uerdingen ist dann ja, aus diversen Gründen im Nachhinein zum Glück abgesprungen und haben mir dann abgesagt, weil sie andersweitig planen wollten. Und ich hatte im März schon Kontakt mit Türkgücü, also genau in der Corona, im ersten Corona-Lockdown quasi, wo noch nicht klar war, ob Türkgücü hochgeht, ob nicht. Und ich fand diesen Ansatz natürlich wieder ähnlich, ein Projekt, wo man was aufbauen kann. Das hat man einfach sehr, sehr selten im Fußball. Und ich wusste genau, wie die Bedingungen sind. Ich wusste genau, auf was ich mich einlasse. Und ich weiß aus Erfahrung, auf was es wirklich ankommt. Also diese 3 Jahre in Uerdingen, die haben mir halt einfach nochmal gezeigt, dass der Fokus wirklich nur auf dem Platz ist. Du bringst deine Leistung und fertig. Und deswegen dachte ich, ich passe ganz gut hierher. Und natürlich ist es München dann auch. Und deswegen sind wir uns dann sehr, sehr schnell einig geworden. Innerhalb von 3 Tagen im Prinzip. Und seitdem bin ich hier, bin glücklich und ich hoffe, dass meine Leistung soweit auch passt. Sehr gut. Also wir spielen eine gute Runde, absolut als Aufsteiger. Wir sind jetzt auch dieser Schritt im Toto-Pokal im Prinzip, die Drittligisten auszuschalten, ist mega, wenn wir nächstes Jahr dann oder wenn wir die DFB Pokalqualifikation schaffen, wie auch immer, ist es eine überragende Saison und natürlich hätten wir uns gewünscht, dass wir vielleicht nach der starken Hinrunde länger den Anschluss oben halten, aber man muss da auch die Kirche im Dorf lassen
Wir sind neu zusammengekommen, es gab einen großen Umbruch. Und wie gesagt, die Mannschaft spielt eine super Saison und ich glaube, meine Vertragsverlängerung zeigt auch, dass die Verantwortlichen im Verein und auch, dass die Fans mit meiner Leistung zufrieden sind. Also wir haben riesen Glück gehabt mit der Wohnungssuche natürlich, weil irgendwie, ich schwenke mal kurz ein bisschen aus, man fragt sich ja immer, wenn man solche Schritte macht, ist es richtig, ist es falsch, hätte ich vielleicht noch warten sollen, hätte ich was anderes machen sollen. Aber meine Frau und ich kommen im Prinzip hierher und wir sind dann immer zwischen Krefeld und München gependelt. Wohnungssuche und dann hat sie ihre Cousine getroffen im Restaurant, die eben aus München kommt. Ihr Onkel hat sehr, sehr lange in München gewohnt. Und innerhalb von einem Tag, im Prinzip von einem Abend hatten wir die Wohnung, weil der Onkel gerade in der Schweiz ist, können wir untermieten, einen sehr alten Mietvertrag mitten im Lehl, der natürlich auch bezahlbar ist für eine super Wohnung, super Lage und dann noch einen Nebenjob neben ihrem Studium. Also innerhalb von einem Tag ist alles so gelaufen, dass man sich denkt, ja, es musste ja hierher kommen. Und im Prinzip sitzen wir jetzt in der Wohnung, in der wir zu Burghausener Zeiten öfter zu Gast waren. Und meine Frau wohnt im Prinzip dort, wo sie als Kind auch oft zu Besuch war. Und das sind solche Momente, wo man dann sagt, ja, Wahnsinn, das hat einfach klappen müssen, das hat so sein müssen. Und wir finden München sensationell. Englischer Garten, Isar, was soll ich sagen? Schade, dass man Kultur nicht so erleben kann. Kultur vielleicht, Konzerte oder Museumsbesuche, die hier möglich wären. Aber ich hoffe, dass das natürlich bei Zeit wieder möglich ist. Ja. Es war schon Wahnsinn. Im Nachhinein muss ich sagen, als Jugendlicher oder gerade in dieser Phase, da bekommt man dann diese Emotionen nicht in der Tiefe mit. Aber wenn man das jetzt im etwas höheren Alter sich das wieder vorstellt und sich zurückerinnert, das ist schon was ganz Besonderes. Ja. Da zu singen, die Nationalhymne, eine WM zu spielen, ich glaube nicht, dass das alltäglich ist. Ja. Und es sind natürlich mega Erfahrungen, von denen man jetzt zehrt. Ja, also es war was Besonderes, aber wenn ich so sagen müsste, das Schönste im Fußball meiner Meinung nach ist, wenn du irgendwelche ganz wichtigen Spiele oder K.O.-Spiele gewinnst. Und wie gesagt, das schönste Gefühl für mich so war der Aufstieg damals mit Uerdingen von der Regionalliga in die dritte Liga. Auch wenn man sagt, das ist nur ein Aufstieg von der Regionalliga in die dritte Liga. Aber dieses Gefühl, diese K.O.-Spiele damals gegen Mannheim zu gewinnen, alles oder nichts, das ist einfach Wahnsinn. Ja. Und ich hoffe, dass ich natürlich solche schönen Momente hier auch noch weiterleben darf. Abgeklärtheit, Kontrolle und unspektakuläre Szene, würde ich sagen. Also das, was der Laie so als perfekte Parade, oh, ich greife jetzt über und fliege und mache irgendwas, ist meiner Meinung nach nicht die perfekte Parade. Die perfekte Parade ist, wenn alles perfekt passt. Der Bewegungsablauf, das Stellungsspiel und dass der Zuschauer gar nicht merkt, dass es eine komplexe Situation war. Dann, finde ich, als Torhüter hast du einen super Job gemacht. Es sind zwei komplett unterschiedliche Abläufe. Wobei man auch sagen muss, also vielleicht ausgeholt, das Komplexeste am Torwartspiel ist die Strafraumbeherrschung. Weil da alles passen muss, da muss Timing passen, du musst sehr, sehr schnell den Ball analysieren. Wie gesagt, das sind eher diese Szenen, die unspektakulär sind. Wenn der Stürmer auf mich zuläuft und jeder sagt, ach, der schießt ihn ja an, ja, dann weiß ich ja vorher sehr, sehr viel richtig gemacht, weil ich einfach perfekt stehe und der keine Lücke sieht und ihn nicht vorbeibringt. Deswegen behalte ich es dabei eher diese unspektakulären Szenen, wo sich jeder denkt, ja, mein Gott, der Ball war ja nicht so schwer. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sehr, sehr spielentscheidend ist, waren zum Beispiel Duisburg mit dem Hinspiel. Und ich glaube, gegen Saarbrücken, beides Mal im Olympiastadion, ich glaube, das waren
wichtige, also spielentscheidende Szenen, wo dann eben die gegnerische Mannschaft in Führung gegangen wäre, zu einem Zeitpunkt, der nicht so optimal für uns gewesen wäre. Aber letztendlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, ich glaube, das Torwartspiel, was mich auszeichnet, ist eben komplexer und da geht es mehr um die Ausstrahlung und Ruhe, Souveränität, die auf die Mannschaft wirkt, als einzelne Szenen jetzt irgendwie rauszupicken. Ich hoffe natürlich, aber das ist schon utopisch. Also wie jetzt Castells diese Saison in der Bundesliga, das ist schon was ganz Besonderes, weil je höher das Niveau ist, desto schwieriger wird es natürlich in der Regionalliga. Gut, sage ich mal, da hattest du halt 3-4 Mannschaften, 5 Mannschaften dabei, wo du halt auch nichts zu tun hattest. Sorry, die Ameisen. Die Heinrich-Wieland-Ameisen. Und in der dritten Liga ist es natürlich dann auch sehr, sehr schwer. Deswegen so eine Serie ist schon schön, aber ja, es wäre cool. Also ich sehe es natürlich jetzt auch wieder so. Wir haben jetzt die 2 Pokalspiele zu 0 gespielt in Folge. Vielleicht schaffen wir jetzt die nächsten 4 in der Liga auch noch. Dann sind es schon mal 6. Ne? Ich würde das nicht pauschalisieren. Also wenn es ein richtig geiles Spiel ist, auch für die Zuschauer, auch für mich, wo du richtig mitfieberst, dann ist auch von mir aus ein 5-4 in Ordnung. Ja? Wenn du als Mannschaft das überstehst, vielleicht löst du einen Rückstand, vielleicht kriegst du einen Rückschlag und du stehst immer wieder auf. Das sind so diese Momente, die dich richtig geil zusammenschweißen. Aber auch ein 1-0-Sieg, wie diese Saison auch schon häufig gegen Zwickau oder so, oder Ferl, wo du alles reinschmeißt, 60 jetzt im Pokal, das sind schon geile Spiele auch. Aber ich würde es, da bin ich nicht klassisch, da sage ich nicht, ja, Hauptsache ich habe 2-0 gespielt, sondern eher so, wie hat es sich angefühlt? Wie war es für mich, wie war es für die Mannschaft, wie war es für die Zuschauer? Und da spricht auch Torwart untypisch nichts gegen ein geiles 5-4. Die liegt momentan brach, ja, das war in Karlsruhe eine Zeit und ich hätte es mir auch gut vorstellen können, weil mein Ansatz ist ja wirklich der, wenn wir sehen es ja jetzt mit dem Videoschiedsrichter, wo oft Entscheidungen rauskommen, die trotzdem kein Mensch versteht, säße da ein Ex-Profi, der diese Situation erlebt hat, der im Zweikampf war, der wahrscheinlich schon 4 Sekunden vorher sieht, was der Spieler vorhat, wäre nochmal ein anderer Input möglich. Das war so mein Ansatz damals, weil es ging ja aus einer, man kennt ja meine Emotionalität mit den gelben Karten wegen Meckern. Das war damals so eine Aktion, wo ich zum Schiedsrichter Beobachter gesagt habe, was macht denn der da wieder für eine Scheiße? Und dann hat er gesagt, ja, dann mach's doch selber, wenn du es besser kannst. Und da habe ich es halt selber gemacht. Ne? Und ohne jetzt irgendwie da pauschal irgendwas sagen zu wollen, aber als Fußballer tust du dich leichter, Situationen zu bewerten. Also hast du es besser gemacht? Ich habe es gut gemacht, ja. Aber es ist dann mit meinem Wechsel nach Uerdingen ein bisschen untergegangen, weil dann ging es auch Landesverbandswechsel, dann wäre ich wieder für andere Leute zuständig gewesen oder unter anderen Leuten zuständig gewesen. In Karlsruhe war da damals Rolf Karcher, der das sehr, sehr gut betreut hat, weil es bedarf natürlich einer anderen Betreuung. Ich muss ja Samstag spielen oder Sonntag spielen und dann den nächsten Tag pfeifen. Und das geht halt meistens dann, also es braucht schon eine sehr individuelle Betreuung, deswegen mache ich jetzt da momentan nichts. Bestimmt 2 Jahre lang gepfiffen, also jedes Wochenende. Okay. Jedes Wochenende mindestens eins. Also es war tatsächlich so zweite Liga Samstag gespielt oder Sonntag und den Tag danach eben gepfiffen. Und auch relativ hochklassig, ne? Bis ja, Landesliga, glaube ich. Ja, bis Landesliga, richtig. Oberliga wäre ich dann quasi Assistent gewesen. Ja, sie haben mich halt schnell durchgeschleust. Normalerweise pfeifst du immer eine Klasse pro Jahr, sage ich mal, aber das war halt bei mir natürlich was anderes. Ich musste dann nicht erst 2 Jahre A-Jugend pfeifen, um dann im Herrenbereich aktiv zu sein. Und so viel kann ich sagen, die Spieler waren immer froh, wenn ich da war. Ja. Ja, ja, so allgemein auch. Also es wäre schade oder es ist schade, wenn man keine Entwicklung durchmacht. Und gerade die Rückschläge. Man hat dann 2 Möglichkeiten. Entweder man schiebt es halt auf irgendwen anders oder man analysiert sich, hinterfragt sich und versucht sich zu verbessern. Und deswegen würde ich schon sagen, ja, ich versuche
morgen besser zu sein als heute. Und deswegen bin ich jetzt heute aktuell. Liest man so gerne die beste Version meines eigenen Selbst. Kennt man ja auf Instagram etc. Aber es ist schon ein Stück Wahrheit. Erstmal möchte ich die Saison kurzfristig, das sind die kurzfristigen Ziele, sehr gut beenden. Ich sage, es ist immer noch einiges möglich, auch wenn der Aufstieg weg ist. Das muss man einfach so ganz realistisch sehen. Aber trotzdem ist es ein Unterschied, ob ich Vierter oder Zehnter werde. Und deswegen will ich das Maximum rausholen, die DFB-Pokalqualifikation eben schaffen, wie auch immer das dann sein wird. Und dann nächstes Jahr einfach eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Weiter kann man natürlich nicht planen, wenn ich es mir wünschen könnte. Natürlich würde ich gerne aufsteigen mit Türkgücü und dann auch zweite Liga spielen mit Türkgücü. Für mich selber kann ich nur sagen, dass ich so lange wie möglich noch spielen möchte. Und ich glaube, dass es mein Körper hergibt, wenn ich mich nicht schwer verletze. Und selbst wenn ich mich schwer verletze, geht es auch weiter. Also ich glaube, dass Stand jetzt nichts dagegen spricht, dass ich noch 10 Jahre höherklassig Fußball spiele. Ja, natürlich. Also ich studiere seit einiger Zeit nebenbei Wirtschaftspsychologie im Fernstudium. Bin aber jetzt eben durch diese Schiene der Ernährung und der Performance-Optimierung schon eher drauf gekommen, dass das mein Steckenpferd sein könnte nach der Karriere oder parallel. Spitzensportler, Profifußballer, vielleicht auch in der Management-Ebene, vielleicht auch E-Sportler zu betreuen, um zu schauen, dass sie ihren Lebensrhythmus dahingehend verbessern, um auf der einen Seite die Lebensqualität zu erhöhen und auf der anderen Seite natürlich die Performance. Also ich glaube da, ich habe da schon ein Konzept liegen, ich arbeite jetzt auch schon mit zwei Jungs aus der Truppe zusammen und auch mit einem E-Sportler und ja, ich glaube, dass da meine Zukunft auch liegt.